Hallo Leute, willkommen in meiner Playlist. Im Landmaschinenbereich werden Teile meist pulverbeschichtet, denn Nasslack hält den Witterungseinflüssen oft nicht so stand. Das sieht man hier an diesem Winterdienstfahrzeug, wo der Lack an der Motorhaube wohl zu wenig gepflegt worden ist und nun blüht der Rost. Jetzt werden wir die Motorhaube pulvern, damit das nicht mehr passiert. Der Nasslack musste natürlich zuvor ab. Die durchrosteten Stellen habe ich rausgeschnitten und neu eingeschweißt. Jetzt kommt noch EpoStrong-Kit drauf, damit die Oberfläche wieder schön glatt ist. Um Austrocknungszeit zu sparen, kommt die Motorhaube nun in den Ofen. Apropos sparen. In der Agrartechnik werden Bauteile oft sehr massiv ausgelegt. Um diese auf Einbrenntemperatur zu bringen, müssten sie sehr lange im Ofen verweilen. Dafür gibt es speziellen Niedertemperaturpulverlack, der viel weniger Grad Celsius benötigt, um auszuhärten. Das spart Durchlaufzeit und natürlich auch Energie. So, den ausgetrockneten EpoKit habe ich nun schon verschliffen und jetzt kann gepulvert werden. Um die Korrosionsbeständigkeit noch etwas zu verbessern, kommt zuerst der Primer drauf. Primer auf Epoxidbasis gibt es auch als Niedertemperaturvariante und in ausgasungsfreundlichen Ausführungen. Jetzt bekommt die Haube wieder ihre Ursprungsfarbe. Bei so großen Flächen wie auf dieser Haube ist es zwar etwas leichter, aber dennoch wichtig, eine schöne gleichmäßige Schichtstärke aufzutragen. Für mehr Infos, im Speziellen zu Niedertemperaturpulverlacken, gibt es einen Folder. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, die Motorhaube haben wir wieder montiert, sieht wieder gut aus und ist bereit für viele weitere Jahre Winterdienst. Wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir ein Like und viel Erfolg beim Pulverbeschichten. Keep on coating!